أستغفر الله إن الله ذو كرم ورحمة للذي قد تاب من زلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Das ist der vierte Unterricht in der Reihe der Online-Unterrichte zu Imam Razalis Buch Bidayat al-Hidayah. Und wir haben letztes Mal über das gute Benehmen der Reinigung gesprochen, das heißt über Wudu und Russel und Tayammum. Und jetzt, nachdem sozusagen zunächst einmal war das, wie man aufsteht, wie man sich an der Toilette wäscht und dann wie man, oder sich von der Toilettengang reinigt und dann eben die rituelle Reinigung. Und jetzt beginnt er zu beschreiben, wie man das Haus verlässt, zur Moschee geht und wie man sich in der Moschee und zum Frühgebet verhält. Im Wesentlichen geht es ja darum, wie man die Zeit des Morgens, Zeit des Morgengrauens und die Zeit des Tagesanbruchs beleben kann. Und in diesem Kapitel ist eine große Herausforderung für den Menschen und eine große Herausforderung für die Nefs. Warum? Weil der Mensch dazu neigt, diese Zeit also schlafen zu wollen und sich ausruhen zu wollen. Und besonders in unserer Zeit und besonders auch in Europa ist es sehr unüblich, dass man sozusagen, also dass man das Morgengebet in der Moschee verrichtet. Und auch, es ist auch sehr unüblich, dass man die Zeit, also die Morgenzeit und vor allem jetzt im Sommer, mit Arten des Gottesdienstes belebt. Und gleichzeitig sagen die Gelehrten, dass diese Zeit sozusagen ein Schlüssel ist fürs ganze Leben und ein Schlüssel für den Tag. Und wir werden hier merken, dass Imam Razali sehr unbequem ist. Also wenn man die Bücher von Imam Razali ernsthaft liest und sich ernsthaft damit beschäftigt, dann sind sie unbequem. Und das heißt, Leute, die keine Bereitschaft haben, sich selbst zu erziehen, lehnen meistens die Bücher von Imam Razali ab. Aufgrund der Tatsache, dass er uns herausfordert und dass er unsere Nefs herausfordert. Und jetzt geht es eben in diesem Kapitel geht es genau darum. Es geht genau darum, eine Zeit, in der der Mensch es liebt, sich sozusagen bequem zu machen. Er uns auch, also Imam Razali uns auffordert, entsprechend dem, was in der Sunna des Propheten vorkommt, genau diese Zeit zu beleben, genau in dieser Zeit gegen die eigene Faulheit und gegen diesen eigenen, gegen diesen eigenen Schweinehund sozusagen dem zu widerstehen und dagegen zu arbeiten. Und wir werden sehen, dass vieles von dem, was Imam Razali sagt, für uns oder für die meisten von uns schwierig ist. Schwierig ist, sogar schwer vorzustellen ist. Aber es bleibt trotzdem, die Tatsache bleibt bestehen, dass die Zeit des Tagesanbruchs ein Schlüssel für das ganze Leben ist und für die Organisation des ganzen Lebens ist. Und die Art und Weise, wie ich in dieser Zeit Selbstdisziplin zeige, ist sozusagen eine Tür für mich, um Selbstdisziplin im ganzen Leben zu lernen. Und das ist eigentlich der Schlüssel zu dem Ganzen und die Zusammenfassung des ganzen Buches hier ist Selbstdisziplin. Selbstdisziplin und Selbsterziehung zu lernen. Und diese Selbsterziehung ist nichts Leichtes und das macht Imam Razali uns hier klar. Sheikh Naim hat, also wenn wir in der Türkei waren, hat er gesagt, wenn du ein Auto reparieren willst, dann musst du deine Ärmel hochkrempeln. Also du musst etwas tun, du musst dich anstrengen, du musst Fleiß zeigen. Und wenn du dich selbst reparieren willst, dich selbst korrigieren willst, ist es umso anstrengender, weil einfach das Innere vom Menschen komplexer ist als ein Auto. Gut. Also er beginnt im Razali und sagt, Adab al-Khuruj ila al-Masjid. Also das gute Benehmen,
im Hinausgehen Richtung Moschee. Also er gibt dir hier nicht die Wahl und sagt, wenn du müde bist, dann bete zu Hause oder irgendwas, sondern er sagt dir von vornherein, es gibt das Benehmen, wie du, was du machst, wenn du das Haus verlässt. Das heißt, du musst das Haus verlassen, also du sollst oder du, wenn du diese Erziehung willst, musst du das Haus verlassen Richtung Moschee, solange die Moschee irgendwie für dich erreichbar ist und es möglich ist, dort zu beten. فصلي في بيتك ركعتي الفجر إن كان الفجر قد طلع فكذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Und wenn du fertig bist mit deiner Tahara, also wenn du fertig bist mit dem Wudu, von dem wir gesprochen haben in der Morgenzeit, dann bete zu Hause die zwei Raka von Fajr, die Sunna, die zwei Sunna Gebete, die zwei Raka Sunna Gebet des Morgens, wenn zu dieser Zeit das Morgengrauen schon angebrochen ist, wenn der Tag schon angebrochen ist, das heißt, wenn die Gebetszeit schon begonnen hat. Warum? Er hat gesagt, Vakadelika, und in dieser Weise hat es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht. Also alles, was wir hier lesen, müssen wir uns bewusst sein, ist das, was die Gelehrten von der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam abgeleitet haben. Und lass niemals ein Gemeinschaftsgebet sein. Also verzichte niemals auf das Gebet in der Gemeinschaft. Und besonders auf das Morgengebet. Denn das Gemeinschaftsgebet ist 27 Mal besser als das Gebet, das man alleine verrichtet. فإن كنت تتساهل في مثل هذا الربح فأي فائدة لك في طلب العلم. Und wenn du freiwillig, also wenn du leichtsinnig bist und leichtsinnig auf diesen Lohn verzichtest, welchen Nutzen erwartest du dir von deinem Streben nach Wissen? Habib Ahmad hat gesagt, wenn du einen Studenten siehst, der sich nicht bemüht, den Takbirat al-Ihram mit dem Imam zu erreichen, dann wisse, dass von dem nichts Gutes kommt. Dann sei das sicher, dass von dem, dass von ihm kein Nutzen zu erwarten ist. Also hier geht es um Anstrengung, es geht darum, das Gebet in der vollkommensten und besten Form zu suchen. Es geht hier darum, dass man dem Wert beimisst, also den Dingen Wert beimisst, die Allah und der Prophet als wertvoll erklärt haben. Ja, und das Gebet ist allgemein das Wertvollste, was ein Mensch tun kann, und besonders das Frühgebet ist eine der besten Gebete. Und sich zu bemühen, dieses Gebet in vollkommener Weise zu verrichten, ist einer der wesentlichsten Dinge, die ein Muslim tun kann. Und sich nicht mehr darum zu bemühen und dem gegenüber gleichgültig zu sein, ist ein Zeichen von einer schweren inneren Krankheit. Und natürlich auch das Gebet in der Jama'a zeigt natürlich auch unsere Einstellung zur Umma, unsere Einstellung zu den Muslimen, unseren Respekt vor dem Imam, unseren Respekt vor der Ordnung, die existiert. Und wenn wir es nicht machen, wenn wir das nicht tun, dann sollen wir über uns selbst weinen, sollen wir über unseren Zustand traurig sein, sollen uns vor aller schämen, dass wir zu bequem dafür sind, aber wir sollen niemals Ausreden finden. Wir sollen uns niemals darauf ausreden, ja, die Moscheen sind schlecht und diese Jamaa gefällt mir nicht und der Imam ist nicht so gut und die Muslime sind allgemein verdorben und so weiter. Das Problem ist in uns. Und wenn die Moscheen nicht so sind, wie sie mir gefallen, dann hätten wir die Aufgabe, die Moscheen zu beleben und aus den Moscheen was Besseres zu machen. Aber die Moscheen sind weder Häuser von uns noch die Häuser von der Jama'a X oder von der Jama'a Y, sondern Moscheen sind Häuser Allahs. Und wir haben die Pflicht, uns diese Häuser zu pflegen und diese Häuser zu beleben.
Und wenn wir es nicht tun, weil wir zu bequem sind dafür, wie gesagt, dann bleibt uns das Einzige, dass wir sagen, wir schämen uns für uns selbst. Und wir schämen uns für unseren Zustand. Und wir sollen uns nicht wundern, warum wir schwach sind. Wir sollen uns nicht wundern, warum unsere Religion schwach ist, wenn wir die grundsätzlichsten Aufgaben nicht tun. Und er sagt eben, also wenn du siehst, dass du nachlässig bist und gleichgültig bist gegenüber diesem Gewinn, den du haben könntest durch das Gemeinschaftsgebet, dann was erwartest du von deinem Studium? Was erwartest du von deiner Suche nach Wissen? Und er sagt, وَإِنَّمَا ثَمْرَةُ الْعِلْمِ الْعَمَلُ بِهِ. Denn die Frucht des Wissens ist, demgemäß zu handeln. Sheikh Hamza Yusuf hat das mal gesagt, diese etymologische Verwandtschaft zwischen Ilm, also Ein-Lam-Mim, Wissen, und dann in der anderen Reihenfolge Ein-Mim-Lam, nämlich Amal, das Tun und das Handeln. Und wenn man das tut, dann dreht man wieder die Reihenfolge dieser drei Buchstaben um und dann kommt es zu Lama. Und Lema heißt glänzen. Also der Muslim beginnt dann zu glänzen, wenn er weiß und nach diesem Wissen handelt. فَإِذَا سَعِيتَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَمْشِي عَلَى هَيَّةٍ وَتُؤَدَّةٍ وَلَا تَعْجَلْ. Und wenn du jetzt zur Moschee gehst, dann geh mit Ruhe und Würde. Und beeil dich nicht, also das heißt, also beeil dich nicht, lauf nicht, sondern geh in Würde. Sheikh al-Bizm, Sheikh Abd al-Fattah al-Bizm, Hafizullah, das betont immer auf das. Ja. Er sagt immer, der Muslim ist jemand, der Würde hat und mit Ruhe und Waqar, eine Waqar ist Würde, sich in einer respektvollen, ruhigen, würdevollen Weise bewegt. وَقُلْ فِي تَرِيكِكَ. Und sag auf deinem Weg, اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق الراغبين إليك وبحق ممشاي هذا إليك فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة بل خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Also wenn du im Weg bist, dann sprich dieses Dua, Allahumma, ja Allah, ich bitte dich durch diejenigen, die dir zuflehen oder die nach dir rufen und diejenigen, die Sehnsucht nach dir haben und durch dieses Geh, durch meine Schritte zu dir, denn ich gehe zu dir nicht zur Unterhaltung, nicht zum Spaß und nicht aus Augendienerei und nicht damit die Leute sozusagen mich, also nicht um die Anerkennung der Leute zu suchen, sondern ich bin nur gegangen, weil ich Angst vor deinem Zorn habe und weil ich deine Zufriedenheit will. Und durch das alles bitte ich dich, mich vom Feuer zu retten und mich ins Paradies eintreten zu lassen, um mir meine Sünden zu vergeben. Denn niemand vergibt die Sünden außer dir. Also das ist wieder, also er sagt, geh zur Moschee, geh in diese Art und Weise und sprich dieses Dua oder ein Dua, das in diesem Sinn ist. Und jetzt sagt er, er geht jetzt ein auf das gute Benehmen. Von dem Moment, wo man die Moschee betritt, bis die Sonne aufgeht.